Günstiges Gold, Duriel-Sets, tolle Items und mehr findet ihr auf aoeah.com. Checkt dafür einfach den Link in der Beschreibung und mit dem Code HGS gibt es an der Kasse nachher nochmal 6% extra. Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Heute bin ich zurück mit einem ganz wichtigen Thema und zwar möchte ich heute mit euch über das Thema mystische Items reden. Ich habe in einem anderen Video bereits über dieses Thema geredet, allerdings werde ich so oft gefragt im Spiel oder auch im Stream, Mensch, wie hast du das gemacht, dass du so schnell so viele Über-Uniques findest? Und dann erkläre ich das jedes Mal wieder aufs Neue und deswegen machen wir jetzt einfach mal ein Video, wo wir uns nur um dieses Thema beschäftigen. Also werden wir uns im Folgenden jetzt in diesem Video einmal darum kümmern, welche Bossmats wir farmen und vor allem, wo wir diese Bossmats farmen. Dann werden wir uns natürlich auch angucken, wo kriegen wir die Steine, diese stygischen Steine hin. Denn eins kann ich jetzt schon vorweg sagen, wir werden diese Bosse nach Möglichkeit immer in der 200er Variante machen. Das heißt, wir brauchen auch immer einen stygischen Stein. Ohne diesen stygischen Stein können wir die Bosse nicht auf 200 machen, dann müssten wir sie auf 100 machen und das macht relativ wenig Sinn. Ich würde jedem empfehlen, macht sie auf 200. Wenn ihr die Bosse auf 200 alleine noch nicht legen könnt, und ich weiß, da sind viele dabei, die das noch nicht können, dann sucht euch Leute, die euch dabei helfen. Fragt in der Community, fragt in der Gilde, fragt bei uns im Stream. Ihr werdet sofort Leute finden, die bereit sind, euch zu helfen. Die helfen euch sogar gerne, weil auch die Leute dann wiederum eine Chance haben, mystische Items zu finden. Mit mystischen Items meine ich diese Über-Uniques. Und bei Über-Uniques ist es diese Season auch so, dass wir eine Drop-Chance bei den Überbossen von über 7% haben, dass wir genau diese Items hier finden. Und genau diese Items wollt ihr ja haben. Also, wie besorgen wir uns jetzt die Materialien, damit wir möglichst viele Bossruns machen können, damit wir möglichst viele von diesen Items farmen können? Das ist sehr, sehr einfach, tatsächlich. Da machen wir zum einen die ganze Zeit Held-Tides. Wenn so eine Held-Tide offen ist, dann gehen wir dort rein. In diesen Held-Tides, da können wir zum einen dann dieses Event mitmachen. Das wird immer angezeigt auf der Karte. Wenn da irgendwelche Leute dieses Event schon machen, dann pinkt das dort auf der Karte auch. Da können wir hingehen und da stehen drei Altare. Diese drei Altare müssen aktiviert werden. Die kosten auch Materialien. Aber wenn ihr die dann macht, dann droppen da relativ oft Bossmats und ihr bekommt da sehr, sehr viele Glut. Wenn ihr Glut habt, gebt ihr die anschließend in den Kisten hier in der Held-Tide ab und da bekommt ihr dann immer einen lebendigen Stahl, außer aus einer Kiste. Da bekommt ihr sogar fünf lebendige Stahl. Diese lebendigen Stahlen, die werden dann wiederum gebraucht für einen Boss, für Grigoire. Da kommen wir dann im gleichen Folgenden noch zu. Was wir auch machen sollten, wenn wir in eine Held-Tide gehen und farmen. Es gibt immer zwei Held-Tide-Gebiete. Hier in diesem Fall auch. Es gibt einmal dieses Gebiet hier unten und es gibt das Gebiet hier oben. Ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr farmen geht, farmt dieses Gebiet. Weil in diesem Gebiet, da habt ihr zusätzlich noch hier diese Flüsterbaum-Events mit drin. Wenn ihr diese Flüsterbaum-Events mitfüllt, dann könnt ihr sie, wenn ihr sie voll habt, hier unten diese Leiste voll habt, könnt ihr sie hier unten mit abgeben und bekommt dort auch Bossmaterialien. Die Bossmaterialien, die wir hier bekommen, sind dann wiederum für Varshan. Und Varshan ist hier unten der Boss und Grigoire, der ist hier drüben der Boss. Und wenn wir Grigoire und Varshan machen, dann bekommen wir bei beiden Bossen bekommen wir Materialien, die wir dann wiederum für Duriel benutzen können. Also das ist in sich eine abgeschlossene Rota, wenn ihr das so farmt. Held-Tides, da wo das Flüsterbaum-Event mit drin ist, Flüsterbaum-Event mit abgeben, dann bekommt ihr Materialien für ihn hier und ihr bekommt Materialien für ihn hier, also Grigoire und Varshan. Und dann, wenn wir genügend Materialien haben, haben wir die Voraussetzung erstmal, um zu diesen Bossen zu gehen. Allerdings könnten wir sie nur auf Level 100 machen. Wir haben dann noch keine stygischen Steine und wir brauchen diese stygischen Steine ja, um die Übervarianten herbeizurufen. Jetzt ist natürlich die Frage, woher bekommen wir diese stygischen Steine gut? Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir es machen können. Die eine Möglichkeit ist, dass wir immer den World Boss mitnehmen. Der World Boss kommt in regelmäßigen Abständen und wenn er da ist, können wir da hingehen, diesen World Boss mitlegen und der droppt immer einen stygischen Stein. Das ist die eine Geschichte. Das wird allerdings nicht reichen, denn wir wollen diese stygischen Steine in Massen haben. Und deswegen gibt es noch eine andere gute Möglichkeit, die wir machen können. Und zwar sind dafür diese Höllenfeuersteine da. Diese Höllenfeuersteine sind standardmäßig meistens auf 3, wenn ihr sie droppt. Ihr kriegt sie aber hochgerüstet mit diesen Schriftrollen. Diese Schriftrollen, die findet ihr übrigens auch in diesen Arenen. Wenn wir da jetzt raufdrücken und gehen hier rauf, jetzt ist ja schon Level 4. Und ab Level 4 können in diesen Höllenhorden Arenen stygische Steine droppen. Und diese stygischen Steine, die wollen wir haben. Also machen wir ganz viele Höllenhorden-Arenen mindestens auf Level 4. Besser auf 5, 6 oder 7, je nachdem, was ihr schon laufen könnt.
Wenn ihr es nicht auf 4 laufen könnt, dann sucht euch Leute dafür. Macht das in der Community. Dafür ist die Community da. Dafür ist auch unser Stream da. Da könnt ihr jederzeit fragen, Mensch, ich möchte ganz gerne Arena machen, möchte jemand mitmachen. Ihr werdet da immer irgendjemanden finden. Fragt in euren Gilden nach, fragt in unserer Gilde nach. Auch da sind alle sehr hilfsbereit. Und nicht nur hilfsbereit, die Leute freuen sich tatsächlich, wenn sie mit anderen Leuten zusammenspielen können. Also nutzt das ruhig. Und dann habt ihr anschließend auch genügend stygische Steine und wir haben genügend Mats gefarmt in der Helltide. In diesem Fall auf dieser Seite, wegen dem Flüsterbaum-Event auch noch mit. Und wir machen das Flüsterbaum-Event auch noch. Dann haben wir die Möglichkeit, jetzt als erstes zu Warschan zu gehen. Ich würde euch empfehlen, macht bei Warschan auch gleich die Übervariante. Gleich den 200er Boss, denn wir haben jetzt ja stygische Steine gefarmt. Wenn ihr die Übervariante macht, bekommt ihr dann auch jede Menge Eier. Oder sind das hier die Eier? Ich glaube, das sind die Eier. Kann aber auch sein, dass der hier nicht die Eier droppt, sondern die Scherben droppt. Ich meine, es sind aber die Eier. Also wenn wir die Übervariante machen, droppen wir die eine Seite der Materialien für Duriel. Und wenn wir damit hier fertig sind, diese ganzen Materialien verballert haben, dann gehen wir hier oben hin zu Grigoire und machen da genau das Gleiche. Auch am besten auf der Übervariante und auch gerne in der Rota, weil sich die anderen Leute auch freuen. Ja, und dann ist der Vorteil halt einfach, dass wenn ihr meinetwegen 3 Runden diesen Boss hier schmeißt, schmeißen alle anderen, die in der Gruppe sind, auch nochmal 3 Runden. Das heißt, ihr lauft nicht nur 3-mal diesen Boss, ihr lauft diesen Boss dann auch 12-mal, also mal 4, weil ihr ja in der Gruppe seid. Deswegen ist es in der Gruppe halt immer besser, weil dann jeder diesen Boss aufmachen kann. So, wenn ihr die Materialien hier und dort gefarmt habt, dann habt ihr die Materialien auch gleich für Duriel mitgefarmt. Und dann macht ihr das Ganze hier unten, dann geht ihr hier hin, lauft hier in diesen Dungeon rein und dort macht ihr dann Duriel, natürlich auch als Überversion, auch wieder mit dem stygischen Stein. Und bei dieser ganzen Geschichte haben wir dann eine Chance von über 7%, dass wir über Unix finden. So einfach ist das Ganze eigentlich. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, die ich euch mit ans Herz legen kann. Und zwar bezieht sie sich auch auf Materialienfarm. Und zwar könnt ihr öfters, jetzt ist es gerade losgegangen, Legions-Event. Legions-Event läuft hier und das wird auch immer hier oben angezeigt. Wenn ein Legions-Event läuft, macht da ruhig hin und wieder mit. Bei diesem Legions-Event gibt es nämlich auch Boss-Materialien. Und im Übrigen gibt es ja auch sehr, sehr viele Handwerksmods. Auch hierüber könnt ihr also diese ganz normalen Boss-Materialien farmen. Aber stygische Steine, ich sag's nochmal, bei Überbossen bzw. in den Höllenhorden-Arenen ab Level 4. Macht das. Farmt diese Sachen, holt euch die Über-Unix. Das ist die einfachste und auch wirklich effektivste Möglichkeit, in dieser Season an wirklich diese mystischen Items ranzukommen. Und wie gesagt, wenn ihr es alleine noch nicht schafft, wo es viele geben wird, die das alleine noch nicht schaffen, gerade diese Überbosse zu legen, macht das Ganze in eine Gruppe. Dafür streamen wir, dafür machen wir das Ganze. Fragt mich gerne, gerne, gerne. Und das soll es mit diesem Video auch schon gewesen sein. Ihr seht, heute ist es wirklich ein sehr kurzes Video. Es ist einfach nur nochmal das Thema gewesen. Hey, wie geht das genau mit diesen Überbossen? Wieso kannst du die so oft beschwören? Warum hast du so viele Über-Uniques? Genau das ist der Weg, den ich auch mache. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das ein bisschen was gebracht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und besucht uns gerne abends im Stream oder auch tagsüber. Wir streamen da relativ oft. Schaut da einfach vorbei, schließt euch uns an, stellt da eure Fragen, fragt, ob wir was gemeinsam machen wollen, wie auch immer. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute, habt ein bisschen Spaß in der Diablo, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao.